Was geht ab, Freunde? Wir machen weiter mit der nächsten Reaction für heute und zwar wieder mit einem neuen Song von Beas, der gerade eben rauskam, Freunde. Wir haben gerade übrigens erst 20.05 Uhr, aber das ist schon das dritte Video, was heute online kommt. Später geht es natürlich auch noch weiter, also da kommen ja auch nochmal Songs raus. Ich weiß bisher leider noch nicht, was überhaupt alles kommen wird, aber das könnt ihr gerne kommentieren. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu dem neuen Song und zwar Sailor Moon. Ganz kurz vorab, also ich war noch nie so krass in diesem Manga- und Anime-Ding drinnen. Also ich kenn's vom Namen, ich weiß, dass es ein Manga ist. Aber ich habe jetzt nicht wirklich mehr Ahnung darüber. Also wenn hier irgendwas im Video damit zusammenhängt oder wenn irgendwas im Text davon vorkommen wird, dann werde ich es wahrscheinlich nicht verstehen. Das war einfach nie meine Welt. Also ich bin mir sicher, voll viele, die zuschauen, die werden das voll fühlen so. Die denken sich so, hä, wie kann er das nicht kennen und so. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe mich da nie irgendwie krass für interessiert oder so. Deswegen wundert euch nicht, ansonsten muss ich schon mal sagen, krasser Output von ihm, denn der letzte Song ist gar noch nicht lange her. Ich würde sagen, wir labern nicht lange drumherum und starten rein hier. Viel Spaß mit dem Video, let's go. Okay, ich habe bei Instagram ganz kurz schon gesehen gehabt, dass sie ein Video dazu gedreht haben. Es hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn das am Anfang, also dieses, wie das halt hier war, so weitergegangen wäre noch. Aber es ist auf jeden Fall mit normalen Musikvideo, okay. Meine Bitch, sie ist bad und sieht aus wie Sailor Moon. Und sie rockt auch kein Designer, wie das andere Mädchen tun. Meine Bitch, immer sad, doch sie weiß, ich schau ihr zu. Ja, da draußen tausend Girls, aber keine so wie du. Meine Bitch, sie ist bad und sieht aus wie Sailor Moon. Bro, was ist das für ein Beat, Digga? Okay, man, Beat ist sehr böse, gerade hier auf den Boxen so, ne? Falls ihr euch übrigens immer wundert, manche Leute, die kommentieren immer, ey, wieso hast du keine Kopfhörer und so? Ich höre es hier ganz normal einfach über meine Boxen an. Ist so vom Sounderlebnis her immer das Beste, deswegen habe ich oder benutze ich halt keine Kopfhörer mehr. Digga, der Beat klingt mega nice davon. Auch hier kann man direkt wieder sagen, wieder was Neues so vom Sound her ausprobiert. Sowohl vom Beat, finde ich, aber auch von der Stimme klingt er wieder anders. Finde ich, passt aber sehr gut bis jetzt. Wir haben ja erst ein paar Sekunden gehört. Was ich schon ganz cool fand am Anfang noch, da wollte ich nur nicht direkt wieder pausieren. Hier, wie halt in einem Game, so der Name über ihm. Ja, auf jeden Fall nice. Meine Bitch, immer sad, doch sie weiß, ich schau ihr zu. Ja, da draußen tausend Girls, aber keine so wie du. Meine Bitch, sie ist bad und sieht aus wie Sailor Moon. Und sie rockt auch kein Designer, wie das andere Mädchen tun. Meine Bitch, immer sad, doch sie weiß, ich schau ihr zu. Ja, da draußen tausend Girls, aber keine so wie du. Lebe fast jeden Tag und du kommst damit nicht klar. Meine Lunge ist schon dunkler als mein Zimmer in der Nacht. Warum bin ich wieder wach? Boah, aber, also wirklich, ne, die Atmosphäre von dem Beat her ist echt krass. Also, wie gesagt, null vergleichbar mit den Songs, die er bisher hatte. Wenn ich es jetzt so höre und man mich jetzt so fragen würde, so vom Sound her, was so oder was ich besser und was ich schlechter fand, ich habe ja beim letzten Song gesagt, dass der mich so an die älteren Songs, also die man halt noch auch anhören kann auf dem Kanal von ihm, daran so ein bisschen erinnert hat. Das hier, wie gesagt, ist wieder so vom Sound her ganz anders, aber. Also finde ich, klingt sehr, sehr geil. Könnte ich mir vorstellen, dass ich den Song vielleicht auch häufiger anhöre. Ich muss zugeben, den letzten Song habe ich wirklich nicht oft gestreamt. Also vielleicht so 2-3 Mal oder so. Aber keine Ahnung, so da hat mich jetzt nicht so krass gereizt, auch wenn der geil war, den jetzt noch ein paar Mal so anzuhören irgendwie. Deswegen mal gucken, wie es bei dem hier ist. Aber so vom ersten Eindruck her gefällt mir der sehr, sehr gut auch. Weil sie sich grad verliert, hör ich auf mit dem Scheiß. Meine Jungs sind alle drauf, ich nehm mir trotzdem die Zeit. Ganze Wohnung voller Smoke, heute komm ich nicht ein. Du weißt, ich mach dich nur kaputt, vielleicht soll's einfach nicht sein. Meine Bitch, sie ist bad und sieht aus wie Sailor Moon. Und sie rockt auch kein Designer, wie das andere Mädchen tun. Meine Bitch, immer sad, doch sie weiß, ich schau ihr zu. Ja, da draußen tausend Girls, aber keine so wie du. Meine Bitch, sie ist bad und sieht aus wie Sailor Moon. Und sie rockt auch kein Designer, wie das andere Mädchen tun. Ich kann es gar nicht beschreiben, was das in dem Beat genau ist, aber ja, also wenn ihr wisst, was man da so drin hört, was ich meinen könnte, kommentiert es gerne mal. Digga, klingt mega geil. Immer sad, doch sie weiß, ich schau ihr zu. Ja, da draußen tausend Girls, aber keine so wie du. Big
ass, small waist und dein pretty face. Taten zeigen ihre Worte, die sind alle. Okay, ich dachte schon, jetzt geht's weiter auf Englisch. Wäre auch geil gewesen, so gemischt. Ja, hier auch nicer Übergang. Ob es echt bleibt, weiß ich selber nicht. Aber was ich weiß, dass sie nächtelang alleine ist. Weil ich nicht bei dir bin, der Scheiß, der macht dich krank. Ich bin jung und mein Leben fängt doch jetzt erst an. Ich weiß, dass ich irgendwann zurückkomme. Für dich macht das keinen Sinn, wie ich lebe, doch für mich schon. Meine Bitch, sie ist bad und sieht aus wie Sailor Moon. Und sie rockt doch kein Designer wie das andere. Ich finde auch der Kontrast jetzt zwischen dem Part von der Stimme, wie die da geklungen hat, und jetzt hier wieder in der Hook. Sehr, sehr nice auf jeden Fall auch, ne? Wir lassen hier auf jeden Fall ein Like da. Bewertungen bis jetzt sind auch sehr gut. Ich denke, der Song wird wahrscheinlich auch sehr gut ankommen. Ihr könnt gerne wieder kommentieren, so, ob ihr das in die Richtung geiler findet oder wie der letzte Song war oder einfach generell so eure Meinung dazu. Mädchen tun meine Bitch immer sad, doch sie weiß, ich schau ihr zu. Ja, da draußen tausend Girls, aber keine so wie du. Meine Bitch, sie ist bad und sieht aus wie Sailor Moon. Und sie rockt auch kein Designer, wie das andere Mädchen tun. Meine Bitch immer sad, doch sie weiß, ich schau ihr zu. Ja, da draußen tausend Girls, aber keine so wie du. Okay. Sehr nice, hier auch am Ende mit dem Game Over. Ja, Shoutouts auf jeden Fall an Kim. Geiles Video gewesen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, so viel dazu, Freunde. Kommentiert eure Meinung gerne unten rein, wie schon gesagt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder in 4 Stunden mit den nächsten Songs. Bis dahin, Freunde. Ciao.